Dün, 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 dün. Ding. Moin Leute, da sind wir wieder bei Sapiens. Die Nacht ist noch im vollen Gange. Das Feuer brennt. Meine lieben Leute schlafen alle. In Frieden. Guck mal, wie sie da alle friedlich liegen. Alle in Reih und Glied. Bis auf der kleine Mann hier. Der Masisi. Masisi. Der schläft in die andere Richtung. Oh, und die schläft hier ganz alleine. Mipoma. Ja, Mipoma. Ja, und dann haben wir noch unseren kleinen Body. Hier hinten ist er. Hier. Die Lava. Die, oh, 6 Jahre altes Mädel. Die schläft hier draußen einfach. Es tut mir ein bisschen leid, tut mir das. Ich weiß gar nicht, was ich da. Wie kann man da helfen, dass die hier draußen rumhängt? Aber nützt jetzt wohl nichts, ne? Wir müssen einfach mal die Zeit weiterlaufen lassen, dass der Morgen beginnt. Dass sie aufsteht. Da steht sie auf. Und sie rennt nach Hause. Kein Bock mehr, sagt sie. Hier, die eine rennt schon gleich los. Holen die restlichen Stöcker und Steine und was wir so haben hier hinten. Haben wir hier noch Sachen? Nee. Ja, Saatgut haben wir hier noch von. Bei der Äpfel haben wir hier schon alle geholt. Hier die Bäume haben wir auch schon alle abgegrast, soweit, ne? Zumindest haben wir da die Äste geholt. Das heißt, wir markieren die jetzt alle und dann holen wir auch noch die Saat von denen. Weil das sind die Birkendinger. Und da haben wir hier so einen kleinen Birkenwald, der langsam wachsen soll. So, dann haben wir in unserem Lager hier, wie man sieht, einiges an Baumstämmen. 16 Baumstämme haben wir. Ein paar Stöcker. Das ist gut und wichtig. Das ist natürlich die Frage, wie gehen wir jetzt weiter um mit den ganzen. Ja, wie machen wir jetzt weiter? Wie machen wir weiter? Hier wird Fleisch gebraten. Oh, Essen! Warte mal, wie sieht das mit dem Essen aus? Nicht gut, wenn ich das sehe. Aber gut, wir haben jetzt noch ein paar Orangen. Und 10 Orangenbäume, die haben wir hier hinten gepflanzt. Aber, tja, wir haben Speere. Wir haben Speere, Leute. Glaubt ihr das? Ein Steinspeer und 4 Knochenspeere. Das ist gut. Und da hinten ist ein Mammut. Haben wir hier große Tiere? Wo haben wir hier? Hier ist eine Ziege. Da muss das, jetzt können wir das Jagen erforschen in Ruhe. Die ist zwar ein bisschen weit weg. Oh, warte, können wir hier das nicht auch? Hier nicht näher? Egal. So, auf jeden Fall wird das jetzt erforscht. Die ersten rennen da schon hin. Fleißig, wie sie sind. 3 Leute. Alle drei erforschen das gleichzeitig hier. Haben alle drei einen Speer in der Hand. Kann ruhig sein. Oh, die hat gerade Musik gemacht. Jetzt nicht mehr. Geht auch manchmal so schnell alles. So, Speerjagd haben wir erforscht. Die eine an. Das lebt aber noch, das Viech. Und der rastet. Wer rastet, der rostet. Mipova. Hast du denn jetzt? Hast du nicht? So? Und du? Hast du auch mitgejagt, sag mal? Die haben alle gejagt, aber. Aber so richtig. Ich wollte jetzt nicht unbedingt die Frauen haben hier als Jägerin, aber. Ich meine, gut, macht ja nichts, ne? Macht ja nichts. Also. Ich hab da jetzt auch nichts gegen, wenn die Frauen hier. Wenn die hier nicht den ganzen Tag rumhocken würden und Urlaub machen. Und vor allem das Speer hier, ne? Muss ja mal weggepackt werden. Das liegt hier einfach rum. Und das Viech ist hier immer noch. Oh, warte mal, hier hinten. Ich habe ja noch das andere Schaf markiert, ne? Was mit dem passiert? Oh Gott, ich komme hier nicht mit. Ich komme nicht mehr mit. Ich komme nicht mehr mit. Okay, wir brauchen Folgendes. Wir brauchen eh noch was, weil unser Lager ist ja langsam zu klein, wie wir sehen, ne? Hier ist ja fast alles belegt, bis auf der Platz. Und.
Einmal ein Flachsaat und 4x10 Birkensaat. So, dann pflanzen wir gleich noch ein bisschen an hier. Pflanze, einmal Flachs war das gerade. Das packen wir hier mit hin. Zack. Und Apple, Birke hier. Das machen wir dann hier mit rein. Da haben wir 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Du solltest fassen. Dann haben wir da was zu machen. So, ich würde jetzt auch sagen, wir bauen hier noch ein bisschen weiter. Wir bauen das Lager noch ein bisschen länger. Wollen wir das machen? Oder wollen wir ganz anders vorgehen? Ich würde erstmal sagen, wir bauen das Lager noch ein Stückchen länger. Das wäre mir irgendwie wichtig. Dafür nehme ich jetzt hier noch einen Eingangsbereich. Hier ein. Hier ein. Wollen wir da zwei nebeneinander setzen? So. So. Und hier. Zack. Okay. Und da kommt ein Dach rauf, ne? So ein Strohdach. Zack, zack. Einfach ein kleiner Anbau. Hört ja kein. So, jetzt haben wir nur genug. Haben wir genug. Ja, ich glaube schon, ne? Lachs. Oder Heu. Haben wir genug. Wie sieht das aus mit den Tiere? Haben wir hier schon was? Hier sind noch keine Tiere. Was ist denn mit dem Tier hier hinten? Hier war doch eins. Angejagt, wollte ich gerade sagen. Hier liegt noch ein Speer. Die lassen die Speere einfach liegen, Leute. Da muss man aufpassen. Da muss man höllisch aufpassen. Die können doch nicht einfach die guten Speere hier liegen lassen. Das ist ein Stock hier. Das ist nichts Besonderes. Aber das irritiert mich ein bisschen. Was hat der vor? Warum steht da Feuer? Ist hier? Heu? Nee, Flachs ist das. Ja. Ich bin gerade selber ein bisschen verwirrt, ne? Wie man es merkt. Aber das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Ich warte quasi nur drauf, dass hier endlich auch. Dass sie hier das Fleisch einlagern, was sie gejagt haben. Spitzhacke, warte mal. Spitzhacke ist doch auch irgendwie was hier. Nein, Spitzhacke. Kräften. Was ist das hier? Lachs machen? Ja, auch richtig. Also hier hat jeder was zu tun gerade, deswegen ist das schwer, da irgendwie Leute für die Arbeiten abzuziehen, weil wie man sieht, sind alle fleißig beschäftigt. Und ja, schwer am Arbeiten. Ich hole noch ein paar Stöcker. Aber wo das Tier ist mit dem Pfeil, weiß ich auch nicht. Oh, hier ist ein Kürbis. Hier ist auch so eine Ziege oder Schaf oder was das ist. Hier auch. Das liegt rum. Warum können die den nicht jagen? Aber ich meine, die haben doch schon was gejagt. Da muss doch hier auch schon was sein im Lager. Weil die bringen das Fleisch irgendwie nicht ins Lager rein heute. Weiß auch nicht. So ganz zufrieden bin ich nicht. So, warte, aber wir machen erstmal. Wir bauen ja hier schon das Zeug. Dann können wir hier auch schon die Lagerflächen bauen, oder? Hier, Lagerfläche. Bauen. Und dann, mal hier. Hier. Da. Da, 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 da. Zack. So, dann ist das nämlich auch schon mal geklärt. Was wir haben, das haben wir.
So, hier haben wir noch ein bisschen Heu. Ich habe das Gefühl, wir brauchen ein bisschen mehr Heu hier. Ja, wie man sieht, es ist viel zu tun. Viel Arbeit, viel Arbeit. Aber Arbeit lohnt sich, ne? Arbeit muss sich wieder lohnen, haben sie gesagt. Jetzt lohnt sie sich auch. Sonst würde ich ja sagen, ja, so ist das halt. Machen wir ein bisschen Ticken schneller hier. Dann sind die mit den Baumaßnahmen hier auch schon fertig. Ich lasse hier oben die kleine Ecke erstmal offen. Ach, wisst ihr was? Ich mache sie auch zu. So. Und eigentlich könnte ich ja sogar langsam schon mit Holz bauen, ne? Wir haben ja hier sogar Holzwände schon. Aber ich traue mich noch nicht ganz. Weil wir noch so wenig Holz haben. Also gut, wir haben ja eigentlich schon gut Holz hier. Ich könnte ja mal anfangen, wir könnten ja was Kleines bauen. Na, aber abgesehen davon... Warte, hier sind Leute, die haben nichts zu tun. Was soll das? Macht die. Warum ist die... Mit dem Kochen-Skill? Hier, Holzgebäude. Und was können sie noch machen? Kann ja auch noch ein bisschen was anderes lernen hier, oder? Woodbuilding, da kann sie auch noch Woodworking machen. So. Und dann soll sie nicht mehr Inkram machen, sondern Knochenarbeit. Knochenarbeit. Ihr versteht schon, was ich meine. Planting, Bäume fällen, graben. Diplomatie. Guck mal, das ist ja nun nicht der Diplomat hier, ne? Nee, nee, wir machen jetzt aber noch hier Speerhunting. Das machst du jetzt auch noch, Kollege. Das ist kräftiger Mann. Kräftiger Kerl. Und der hier? Auch wieder Bäume fällen und sowas. Diplomatie ist, glaube ich, auch nicht so sein Ding eigentlich. Der kann dann auch... Der kommt damit rein. Die junge Dame. Die hat ja gar nichts weiter. Graben. Sackspinnen. Wie wäre das damit? Die, ja, manchmal muss man die auch, man muss immer schon ein bisschen aufpassen. Man sieht hier immer, warte, das zeige ich jetzt gleich nochmal. Hier, der Kerl zum Beispiel. Der kann sechs, der hat 6 von 6 Aufgaben zugeordnet, ne? Und wenn ich hier irgendwas nicht zugeordnet habe, wie zum Beispiel Musik spielen, obwohl der ist musikalisch, der kann Musik spielen. Wir sehen hier anhand der Zahl immer, wie viele Leute diese Aufgabe schon hat, wie viele da zugeordnet sind. Ja. Und danach gucke ich auch immer so ein bisschen. Haben wir von allem was, ist hier für jede Arbeit, gibt es da Leute hier oder so? Und da gucke ich dann gerne mal nach. So, die junge Dame. Kochen und so weiter, ja, ja. Ja, man sieht, die sind alle fleißig am Machen und am Tun. Was ist denn hier hinten los? Warum bringen die Speere hier hinten hin? Ah, warte, der holt das Tier mit. Da, er hat das Tier erlegt. Warte, 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 Leute, warte. Mal her. Jetzt immer noch kein Tier. Der eine bringt das Tier jetzt gerade erstmal her. Das wird jetzt. Eigentlich müsste, hätten wir hier hinten ein Tier haben müssen schon, als wir das erforscht haben. Weil es gab doch hier ein Tier mit dem Speer im Rücken. Das wurde ja gejagt. Und ich kann mir gut vorstellen. Oh, da ist wieder eine schwanger. Oben rechts steht es. Ich kann mir vorstellen, dass sie das. Normalerweise töten sie das auch und bringen sie dann auch schon mal her. Dann hat man das schon hier. Aber, naja. Was macht ihr? Wo hat er das hingepackt? Hier, hier ist das. Use. Und einmal auseinandernehmen, bitte. Haben wir noch ein anderes, was wir hier gejagt haben? Ne, die holen jetzt die Speere. Die ruht sich aus. Ja, die macht sich das gemütlich hier. Hier,
Guckt euch das an, direkt hier nebenan. Die Schafe. Den jagen. Den jagen. Den meinetwegen auch. So, gleich 3 Stück auf einmal. Ja, wir brauchen Nahrungsmittel, Leute. Ne? Nicht, dass die Nahrung ausgeht. Das wollen wir nun nicht. Ich hoffe ja auch, dass bald mal ein Mammut vorbeikommt. Hier ist ein größerer Brocken. Aber bis das soweit ist, kann das noch ein bisschen dauern. Und jetzt ist ja gerade keins mehr in der Nähe. Aber wenn die hier wieder vorbei marschieren, dann bin ich zur Stelle, auf jeden Fall. Dann geht das los hier. Dann machen wir das. So, oh, jetzt war ich gerade zu schnell. Man sieht, die haben das hier zerlegt gerade, das Viech. Das haben wir jetzt hier. Und jetzt kann ich hier beim Feuer, dann sage ich, die sollen keine Hühnerknochen mehr machen, sondern... Roasted Pumpkin? Nee. Hier, Alpaka-Meat. Alpaka-Meat sollen die machen. Und zwar so lange, wie was da ist. Dann machen sie das nämlich, braten sie das immer gleich fertig, sobald das da ist. Und, was machen wir noch? Pumpkin. Heißt das, wir haben jetzt schon, haben die den Kürbis schon geholt? Ist der hier? Ein Birkensaat, ja. Nee, die haben den Pumpkin nicht geholt. Ich habe nur gesagt, die sollen ihn holen, aber... Oder liegt er hier draußen? Nee. Hier ist kein Kürbis. Warum konnte ich denn gerade auswählen, dass er da einen Kürbis kochen soll? Er war doch hier hinten irgendwo, oder? Wo war denn der? Tja. Hier war er. Er ist weg. Haben die gerade... Ach bloß, meine Leute haben den schon aufgefuttert. Ich traue denen das ja zu, ne? Ist bestimmt schon weggefuttert, das Ding. So sind sie. So sind die in meinem Dorf hier. Wenn da was zu essen ist, ram, 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 hauen sie sich gleich alles rein da. So, wir sehen schon wieder, hier sind schon wieder Leute, die haben Langeweile. Langeweile können wir ja nicht lange erdulden hier, ne? Erstmal haben wir hier wieder Lachs. Wir haben hier auch ganz viele Knochen. Wir haben auch schon einen Haufen Knochenmesser hier, 9 Stück. Die nutzen sich mit der Zeit auch ab, ne? Deswegen habe ich auch ein paar mehr gemacht. Ich würde sagen, wir bauen noch ein paar Speerspitzen. Warte mal hier, arbeiten. Knochen, Speerspitze. Und dann machen wir gleich 5 Stück davon. Warum nicht? Können wir uns leisten. Wenn wir uns das leisten können, machen wir das auch. So, wir können auch vielleicht hier sagen, dass mal einer Mining-Tool, Spitzhacke. Ja, erforsch mal. Dann kann da einer was erforschen noch. Auch eine schöne Sache. Another tribe has been spotted. Oh. Warte mal, wie komme ich da nochmal hin? Mit Enter. Einmal Enter drücken. Hier, da sind 2 Leutchen. Die kommen hier in die Nähe von meinem Dorf. Gleich mal ansprechen, ob die bleiben wollen. Und dann sucht sich jetzt jemand hier, der Zeit hat. Ich glaube, die junge Dame hier. Guck sie an. Ich flirte den jetzt an. Nicht wegrennen. Ja, die hat einfach nur gewunken. Das reicht aber. Ja, Balaka has joined. Lavaya hat joined. Vajokken hat joined. Das sind 4, 5. Wie viele sind denn das? Hier hinten sind die noch. Die haben noch Kinder und alles. Gott. Wie viele Leute sind wir denn jetzt schon? Können wir das irgendwo sehen? Warte mal. Der Tag neigt sich auch schon wieder langsam dem Ende. Hier, unser Tor. 17 Leute haben wir hier schon, Leute. Hier sehen wir, wie weit die entfernt sind von uns. Alter. Wie glücklich die sind. Wie loyal sie sind. Welche Effekte die gerade haben. Die sind gut ausgeruht. Der hier ist, der lernt gerade einen Skill. Oder hat gerade einen gelernt. Hier sind die Rollen, die zugeordnet sind, und hier sind die Skills, die sie schon können. Oder am Erlernen sind gerade. Und immer ganz gut. Man kann mit Zoom darauf gehen und dem können wir zum Beispiel verschiedene Aufgaben zuordnen, wie zum Beispiel ja, Energetik. Aha. Was konnte der denn mal machen? So, erstmal irgendwas
einfach ein paar Aufgaben zuordnen, ist immer ganz gut. Bevor die hier gar nichts machen, ne? So wie Lavaya, die ist 41, die hat auch kaum Aufgaben. Was kann sie denn immer? Bäume fällen? Rockknapping. Bauen, würde ich sagen. Bauen ist immer gut. Ich finde Bauen gut. Diplomatie macht sie immer nicht. Dafür noch hier, Good Building. So. Was haben wir noch? Ach, jemand hier. Die hier. Mepoma. Mepoma. Du ruhst dich hier auch den halben Tag aus, oder? Soll die kochen? Wie alt ist die? 44. Und schwanger. Ja. Ich würde sagen, kochen. Kochen ist eine gute Sache. Diplomatie nicht, das nicht. Dann kann sie noch das hier machen und das. So. Hat sie schöne Rollen hier, ne? Deswegen gebe ich bei den Frauen, deswegen möchte ich eigentlich, dass die Frauen nicht so weit wegrennen. Gerade wenn sie schwanger sind. Das hat man ja manchmal nicht im Blick. Und dann kann man aber... Ja, dann kann man aber immer gut aufpassen, was da so passiert. Noch eine Sache. So. Ey, geh nach Hause, junger Mann. Warte mal. Mach mal Zeit langsamer. Du, laufen. Hier hin. Verstehen? Gut. Ja, sie laufen alle, sie kommen alle. Guck mal hier hinten, was macht der hier? Der trägt noch Kram. Der sitzt ja auch nur rum. Oder sie. Wahrscheinlich, weil die so geschafft waren von der Arbeit oder so. Dann haben sie sich gedacht, oh, ich bin hier gerade, dann hocke ich mich hier hin. Manchmal muss man den Leuten auch klar machen, komm, geh mal wieder nach Hause. Da ist was zu tun. Beziehungsweise, es ist Abend. Geh nach Hause. Nicht draußen schlafen. Draußen schlafen ist schlecht. Falls ihr selber spielt und irgendwo an der Ecke seid, irgendwie euren Stamm langsam aufbaut, dann kann es sein, wenn ihr in einer kalten Gegend wohnt, dass euch die Leute da halb erfrieren nachts, ne? Die frieren sich da den Hintern ab. Dann müsst ihr immer ein bisschen aufpassen dann. Aber ich habe mir extra eine warme Region rausgesucht, damit das ein bisschen easy wird. Damit ich es nicht so schwer habe hier. Weil schwer wollte ich es eigentlich nicht haben heute. So, aber wie wir sehen, der Tag ist dann wieder rum. Wir haben heute wieder ein bisschen was gepflanzt, ein bisschen was hier gemacht, das Lager angebaut. Man könnte man zur Not auch nochmal hier einen kleinen... Wie das so? Oder so? So ist auch schön, oder? Oder so? Mal sehen, was ich da nehme. Auf jeden Fall, der Tag ist wieder rum. Wir haben wieder gut was, ein bisschen was geschafft hier. Mal gucken, wie das weitergeht. Und mal sehen, wie das mit den nächsten Folgen so läuft, ne? Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.